The Work Life Erleben. Herzlich willkommen zum Schubi Themen Talk und heute geht es mit Tina von Siebenthal um das Thema The Work. Und The Work ist ein Tool, eine Methode, ein Instrument und vor allen Dingen aus meiner Sicht ein wunderbares Coaching und auch in zum Wissen gerade Selbstcoaching-Instrument für uns im Business-Alltag. Mein Name ist Anke Schubert-Hinrichs und ich begleite Menschen dabei, ihr Business wieder in den Fluss zu bekommen und die Ziele zu erreichen auf ihre eigene Art und Weise, die sie erreichen möchten. Und als hypnosystemisch arbeitende Marketingfrau und Business Coach kenne ich The Work schon richtig, richtig lange. Und ich muss zugeben, am Anfang fand ich das statisch. Und ich weiß jetzt auch warum. Und darüber geht es gleich im Austausch mit Tina. Herzlich willkommen, Tina. Du bist für mich die The Work-Frau, die viel mehr macht, auf allen Ebenen arbeitet mit diesem wunderbaren Instrument. Und du bist die Frau für mich, die das mit der Natur verbindet. Herzlich willkommen. Sag mal ein paar Sätze dazu, wo deine Leidenschaft ist und wie du auf The Work gekommen bist. Also erstmal danke, Anke, für diese Möglichkeit, mit dir dieses Interview zu machen. Und ich freue mich richtig darauf, darüber zu erzählen. Also, und mein Name, wie gesagt, ist Tina von Siebenthal. Ich bin Coach for the Work, VTW zertifiziert. Und ich habe zum ersten Mal von The Work gehört, 2013. Das war bei meiner ersten Coaching-Ausbildung. Und ich habe auch am Anfang überhaupt nicht begriffen, worum das geht. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das war einfach eine weitere Methode, ein weiteres Tool, mit dem man arbeiten könnte. 2017 habe ich dann in dem Magazin Happiness einen Artikel gelesen über Byron Katie, die die Entdeckerin von The Work ist, wie sie selbst sagt, die diese Methode in die Welt gerufen hat. Und ich war total fasziniert von dem, was sie da gesagt hat. Also die Gedanken überprüfen, ob das, was ich denke, überhaupt stimmt. Und dann habe ich 2017 entschieden, dass ich eine Ausbildung mache. Und bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, habe ich erstmal ein Seminar besucht, 2 Tage, und ich habe da eine Work gemacht über meine Mama, weil da so Themen sind, also wir hatten immer eine gute Beziehung, aber immer so ein bisschen diese Skepsis und kann ich der Frau trauen oder nicht? Und ich habe da ein Wochenende daran gearbeitet und war total erstaunt. Nach dem Wochenende hatte ich eine neue Beziehung zu meiner Mama. Und das ist so weit gegangen, dass sie mich dann im Frühjahr gefragt hat, Tina, was hast du gemacht? Du bist ein total neuer Mensch. Und dadurch, dass ich ihr mehr Raum geben konnte und ich mir mehr Raum nahm, hat es eine neue Beziehung gegeben. Und ich finde es einfach total wunderschön. Und das möchte ich weitergeben. Ja, es ist wunderschön, dass du das so sagst. Und auch, dass du sagst, dass es durchaus das ganze Wochenende gebraucht hat. Was ja eine mega kurze Zeit ist für eine so große Transformation auch. Und manchmal ist es aber so, gerade wenn wir The Work das erste Mal kennenlernen, dann gibt es den Eindruck, dass man innerhalb von 20 Minuten damit zaubern kann. Ja, kann man an manchen Dingen, aber wenn es um solche Themen geht, wie ja eben ein altes Thema, ein Beziehungsthema oder auch ein großes unbewusstes Blockadenthema, dann braucht es einen Prozess. Und so habe ich dich auch kennengelernt, dass du da sehr in den Prozess gehst mit den Menschen. Und ich habe mir aufgeschrieben, was mir besonders an der Byron Katie gefallen hat, weil die Frau hat mich von Anfang an fasziniert. Auch die Einfachheit von The Work hat mich fasziniert. Und das ist so dieser Dreiklang, dieses Think, Feel, Act. Also
Was denke ich? Wie ist das verbunden mit meinen Gefühlen? Also so, nur diese Selbstgespräche sind ja Gedanken. Was für Gefühle verursachen die? Diese Wechselwirkung und dass das so eng zusammenhängt mit unserem Verhalten und mit unseren Bewertungen natürlich, mit unserem Verhalten. Und das hast du eben schön in diesem Beispiel mit deiner Mama beschrieben, weil die hat sofort gemerkt, ja. Du bist ja kein anderer Mensch, aber dein Verhalten ist ein anderes. Genau. Ja. Wie würdest du das jetzt beschreiben, was die The Work, also die, der wirkliche Spirit von The Work, was das ausmacht? Ich denke, für mich ist ganz klar, also es gibt das Gefühl im Herzen und das Wissen im Kopf. Mhm. Und wenn ich das zusammenbringe, also wenn mein Herz fühlt, was der Verstand weiß und der Verstand weiß, was mein Herz fühlt, wenn ich das zusammenbringen kann, dann bin ich in Balance. Und das ist das, was mich total fasziniert an The Work, weil das ist genau das, was passiert. The Work ist wirklich eine Art, mit sich selbst zu arbeiten und es geht nicht darum, was der Verstand wirklich mir sagt. Es geht wirklich darum, zu gucken, was geschieht denn in mir drin. Es ist nur ein Wahrnehmen, ein Beobachten und das auszusprechen. Und zu hören, von sich selbst zu hören. Und der Verstand kommt dann anschließend wieder ins Spiel. Ja, jetzt nicke ich schon so zögerlich, ja, weil meine Blockade bei The Work, also warum es nicht mein Standardinstrument geworden ist, war, man sagt mir nach, dass ich sehr analytisch im Hirn bin. Ich glaube das so langsam. Also ich konnte The Work wunderbar mit dem Kopf, mit dem Verstand machen und du hast es ja auch erlebt, ja. Ich kann sogar mit meinem Gehirn mir selber suggerieren, ah, das ist Fühlen und nichts passiert. Und immer dann, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, die genauso viel, viel im Kopf, sehr strukturiert, sehr logisch waren und einen großen Wortschatz dann auch zur Verfügung hatten, kamen wir mit The Work alleine an Hürden. Und darum habe ich andere Instrumente dann bevorzugt. Auf der anderen Seite im Selbstcoaching für einfache Sachen, wenn ich mich so ärgere, wie kann man nur, ja, denn diese vier Sätze, diese vier Schritte, mehr sind es ja letztendlich nicht. Es ist so entspannend. Und da, Tina, sag mal kurz, was sind diese vier Kernschritte, diese vier Kernsätze, um die sich dann ja diese ganze Welt spinnt? Also ich denke, es geht für mich nicht nur um die vier Kernsätze, es geht wirklich darum, dass ich mich für eine Situation entscheide, die ich überprüfen möchte. Und dann gibt es ja das Arbeitsblatt, Urteile über deinen Nächsten, das kann man sich über thework.com herunterladen. Und da sind 6 Fragen drauf. Und dann diese Fragen immer wieder aus der Situation heraus beantworten, die man bearbeiten will. Und danach jeden Satz, den man da auf diesem Arbeitsblatt geschrieben hat, hinterfragen mit den 4 Fragen. Also die erste Frage, ist das wahr, was ich denke? Kann ich absolut sicher sein, dass das wahr ist? Das ist die zweite Frage. Also dahinter frage ich schon mal meine erste Antwort. Und mit diesen Antworten ist es bei The Work so, dass es geht nicht darum, die richtige Antwort zu finden, sondern die Antwort, die aus einem hochsteigt. Also auch da, das ist wie ein meditativer Prozess. Am liebsten habe ich, wenn die Klienten die Augen geschlossen haben, damit sie wirklich nahe bei sich sind und sich Zeit lassen. Also das ist nicht ein Zack ja oder ein Zack nein, sondern es ist wirklich dieses guck mal hin. Und dann die dritte Frage, wie reagierst du, was passiert, wenn du das glaubst, was du denkst in der Situation? Also auch immer wieder da in die Situation zurückgehen und dann mal gucken, was macht das mit mir, wenn ich das glaube? Werde ich traurig? Werde ich aggressiv? Werde ich wütend? Bin ich enttäuscht? Wie behandle ich mich? Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Also da wirklich in die Tiefe gehen und immer aus der Situation heraus, die man bearbeitet. Und diese Situation ist ja auch immer nur so ein Platzhalter für ganz viele Situationen, die wir schon lange kennen. Und die vierte Frage, wer wärst du ohne diesen Gedanken in der genau gleichen Situation? Das ist für mich die schwierigste Frage, war am Anfang die schwierigste Frage und ich merke auch, dass die Klienten da Mühe haben.
Also angenommen, man hat einen bösen Vater gehabt und sich dann vorzustellen, dass man den Gedanken nicht hat, dass er böse ist, der Vater mit mir, das ist dann schon schwierig. Und da einfach diese Möglichkeit mal erahnen, wirklich nur so in der Möglichkeit, es könnte sein, wie wäre das, wenn es so wäre? Und da erlebe ich die Klienten und auch mich selbst, es ist so wie die Erlösung dann. Also, ach, so möchte ich mich fühlen. Und dann mache ich ja irgendwo auch schon den Schritt dazu, es gibt die Möglichkeit, dass ich auch ohne diesen Gedanken unterwegs sein kann. Und das sind die vier Fragen. Oh. Ja, und was ich da sehr spannend finde, also das eine, man kann das jetzt auch mit diesem Download dann auch selber für sich machen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wenn man es mit einem Menschen gegenüber macht, das kann eine gute Freundin sein, das kann jemand sein, der das gleichzeitig mit ausprobieren möchte. Und es hat natürlich nochmal eine andere Möglichkeit, wenn man es jetzt mit einem Coach, mit einem ausgebildeten Coach oder mit einem Therapeuten macht, die setzen es ja manchmal auch ein. Weil dann kommen so Mini-Impulse nochmal, an die man selber nicht denkt. Und das habe ich bei dir in deinem Workshop-Tag erlebt für Menschen, die mit The Work arbeiten. Also wirklich so ein Workshop-Tag, nicht mit einfach so Klient, was ist das für so ein Thema, sondern wirklich auch, wie können wir uns selber da weiter verfeinern.